Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, keine 5 Minuten ist es her, da hat der Amazon-Bote geklingelt und meine neue Drohne ist da, die DJI Mini 2. Habe ich sehnsüchtig drauf gewartet. Es sollte eigentlich erst Montag kommen, jetzt ist sie doch schon ein bisschen näher angekommen und ich werde mit euch jetzt hier zusammen mal ein Unboxing-Video machen. Das heißt, wir packen die Drohne aus, gucken uns mal an, was ist neu, was hat sie zu bieten und ich will euch natürlich auch meinen ersten Eindruck sagen. Ja, werde dann auch relativ zügig und zeitnah den ersten Flug mit der Drohne machen, euch da auch nochmal Eindrücke geben, Tipps und Tricks und Funktionen zeigen. Von daher abonniert am besten meinen YouTube-Kanal, damit ihr das Video nicht verpasst. Es wird also einige Videos jetzt zu der neuen Drohne geben. Und ja, wollen wir mal gucken, wie gut die DJI Mini 2 ist. Ihr werdet es hier bei mir auf dem YouTube-Kanal erfahren. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Originalkarton. So sieht er aus. Das Gewicht steht auch drauf und das ist wirklich auch hier in Deutschland ausschlaggebend, weil ihr viel einfacher fliegen könnt, ohne irgendwelche Hindernisse oder Kriterien zu erfüllen, mit nur 249 Gramm. Also eine Ultraleichtdrohne unter 250 Gramm ist das. Und ja, das ist der Originalkarton. Ich bin mega happy, dass ich sie endlich habe. Und ja, packen wir sie mal zusammen aus. So, los geht's mit dem Auspacken. Erstmal die Plastikfolie einmal ab. Dann schauen wir uns mal an, was hier alles drin ist. Das ist übrigens das Fly More Paket, das heißt nicht die normale Drohne. Ich habe mir das größere Paket gekauft, weil es einfach so ist, wenn ich für die YouTube-Videos, die ich mache, dann doch mal unterwegs bin, ist es für mich vor allem wichtig, dass ich mehr als einen Akku habe und auch dieses Schnellladegerät war für mich kriegsentscheidend sozusagen. Deshalb habe ich mir das mit so gekauft. Ich hatte auch die Vorgängerdrohne, die Mavic, die Mini Mavic, auch als Fly More Combo. Deshalb diese hier auch. Und jetzt schauen wir mal an, was hier drin ist. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Tasche. Vorher bei dem Vorgänger hatten wir ja einen Koffer gehabt. Finde ich eigentlich so ganz cool, weil man die gleich, wenn man mal auf Reisen geht, auch wunderbar umhängen kann. Finde ich besser als ein Koffer, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ja, schauen wir mal rein. Die Tasche aus, macht recht wertigen Eindruck. So, wie geht sie auf? Hier rum, so rum. Vermute ich mal, genau. So, wir schaffen mal ein bisschen Platz, damit ich euch das auch vor allem alles jetzt hier mal gleich auch ausbreiten kann. So. Okay, die Drohne liegt jetzt hier relativ lose drin. Die hatte natürlich vorher beim Vorgänger im Koffer einen richtig schönen Einsteckplatz. Ja, so sieht sie aus. Im Prinzip auf den ersten Blick natürlich genau wie die Mavic Mini. Also hier sind nicht wirklich Unterschiede zu erkennen. Die Unterschiede stecken eher in der Technik drin, vor allem die 4K-Kamera. Das ist für mich auch auf jeden Fall eine Entscheidung gewesen, mir das neue Modell nochmal zu holen. Ich packe das erst einmal alles aus, was hier im Koffer drin ist. Die Fernbedienung ist auch komplett neu, komme ich gleich noch dazu. Ja, wenn ich das alles einmal ausgepackt habe, dann gehen wir mal jede Packung hier einzeln so ein bisschen durch. Ich gucke noch mal rein. Ja, weiter ist sonst nichts drin. Dann schieben wir die Tasche mal beiseite und schauen jetzt mal rein, ja, was es hier im Detail zu sehen gibt. Fangen wir mal mit der Fernbedienung an, denn hier fällt auf den ersten Blick auf, dass die komplett anders aussieht als beim Vorgängermodell. Sie ist auch schwerer, das merkt man auch gleich. Liegt aber wirklich gut in der Hand, also fühlt sich wirklich wertig an. Und ja, hat auch hier zum Beispiel von der Bedienung, was auch gleich auffallend ist, dass man hier zwischen den unterschiedlichen Modus stellen kann, zwischen Scene, Normal und Sport. Das ist auch neu. Ja, es ist im Prinzip die Fernbedienung, die wir von der Mavic Air 2 kennen. Es ist genau die gleiche. Und was ich finde ich hier besonders gut an der Fernbedienung, man hat nicht mehr hier unten diese Bügel gehabt, die man so ausklappen musste, wo man das Handy unten reingemacht hat. Gerade bei Handys, die ein bisschen größer sind, hat man da relativ schnell Probleme bekommen. Auch ich bei meinem Smartphone konnte das nur so, ja, so ein bisschen verkeilt, schräg immer einklemmen. Da habe ich mir auch gedacht, na, hält das oder bricht das irgendwie ab oder fällt mir vielleicht das Handy auch mal runter. Das war nicht so eine gute Lösung, fand ich. Und da sieht es hier jetzt viel, viel besser aus, denn hier können wir jetzt den Bügel einfach nach oben ziehen und ohne Probleme unser Handy dann, unser Smartphone einspannen. Und dann passen hier auch wirklich große Handys rein. Mein Handy ist schon relativ groß, das hat über 6 Zoll. Und ja, ich habe hier noch locker einen Zentimeter von der Breite frei und die Länge interessiert eigentlich gar nicht. Da kann es ja unbegrenzt lang eigentlich sein. Das bekommt man immer eingespannt. Das finde ich schon wirklich gut hier.
Und ansonsten ist es halt ja, die bekannte Technik auch von DJI. Hier haben wir unten wieder diese kleinen Joysticks rein, die wir hier durch Verschrauben einmal dran bekommen. So kriege ich gut hin gerade. Obwohl ich ein bisschen aufgeregt bin, muss ich sagen, weil die Drohne jetzt wirklich neu ist. Ich habe da ja schon wirklich drauf gewartet, um hier auch mit euch zusammen dann dieses Unboxing-Video zu machen oder für euch zu machen. Ja, und dann haben wir hier im Prinzip die Fernbedienung. Ich bin gespannt, wie sich damit nachher fliegen lässt. Wir werden das auch ausprobieren. Das zeige ich euch natürlich in einem weiteren Video. Wie gesagt, es werden einige Videos zu der neuen Drohne kommen. Könnt ihr schon mal gespannt sein. Ja, hier haben wir wahrscheinlich dann den Papierkram, Bedienungsanleitung etc. So ist es. Legen wir das mal beiseite. Ja, eine Schnellstartanleitung. Gut, wenn man den Vorgänger hatte und damit schon zurechtkam, vielleicht mal kurz einen Blick vorher reinwerfen, dann sollte das aber eigentlich ausreichen. Und hier halt noch weitere, ja, weiteren Papierkram. Das ist, denke ich, eher weniger interessant. Deshalb legen wir das mal weg. So, hier kommen wir wieder zu einem interessanten Päckchen. Hier ist das Zubehör drin, nämlich auch von der Fly More Variante. Und das packen wir jetzt mal aus. Und hier haben wir nämlich das Ladegerät. Ich reiße das auch einmal auf. So. Ja, statt schwarz wie beim Vorgänger ist es jetzt grau. Aber es ist nicht nur die Farbe, die sich geändert hat, sondern auch der Ladeanschluss. Wir haben jetzt endlich USB-C und nicht diesen alten Anschluss, den es vorher gab, den man eigentlich in der Regel nicht mehr verwendet und der nicht mehr zeitgemäß ist. Von daher hier auch eine vernünftige Änderung. Ansonsten von der Funktionsweise her komplett identisch wie vorher auch. Außer, dass sich der Ladeanschluss geändert hat. Hier haben wir das Ladekabel oder das Ladegerät. Das ist aber natürlich auch bei dem normalen mit dabei. Und hier haben wir jetzt ein Ladekabel noch. Ansonsten ja, ist hier nichts mehr mit drin. Hier unten sieht es noch so aus, als wäre ein kleines Päckchen unten mit drin. Nee, das war's. Okay, bei der alten Drohne hatte ich nämlich zwei Ladekabel. Hier hatten wir jetzt nur noch eins. Zwei Ladekabel, einmal um hier zu laden, die Batterien, und halt noch bei der alten für die Fernbedienung. Da ist eigentlich auch die Frage, wo lädt man das hier? Ah, guckt hier unten, wie es aussieht, beziehungsweise das könnte auch eher der Anschluss sein für das Handy nachher, wo man die Drohne mit verbindet. Da muss ich auch noch mal gucken, wie man hier die Fernbedienung lädt. Das war bei der Mavic Mini, bei dem Vorgängermodell, ja auch nicht ganz so einfach. Da hat man immer gedacht, hier an der Seite der Anschluss passt nicht, das ist ja ein ganz anderer Anschluss, aber hat dann doch gepasst. Ja, hier das Kabel halt. Ich nehme mal an, die andere Batterie wird jetzt vermutlich, hoffe ich zumindest, hier in der Drohne schon eingelegt sein. Gucken wir mal rein. Ich werde das auch auf jeden Fall gleich mal anfangen aufzuladen, damit wir dann auch relativ zügig losfliegen können. Hier müssen wir erstmal die ganzen Transportsicherungen abmachen. Den Schutz für die Rotoren oder Propeller. So, das ziehe ich hier auch einmal alles ab. Und dann werden wir uns auch gleich mal angucken, wie die Drohne im Detail aussieht. Aber wer das Vorgängermodell kennt, wird nicht so doll überrascht davon sein. Ja, was ich jetzt auch schön finde, ist hier die Transportsicherung. Gab es beim Vorgängermodell auch nicht. Dafür hatten wir die aber im Koffer so richtig reinschieben können. Hier lag sie in der Tasche doch etwas lockerer drin. Das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das scheint hier so eine Art, genau, Knopfverschluss einfach zu sein. Hier kann man das dann einfach so aufmachen. So, jetzt nehmen wir das mal ab, legen das auch beiseite. Und dann haben wir hier die Drohne. Ja, verarbeitungstechnisch alles das Gleiche. Auch die Klappfunktion von unseren Armen hier. Auch das hier ist alles gleich geblieben. Ne? Das heißt, wir werden weiterhin das Problem haben, wenn wir zum Beispiel auf einer Wiese sind, wo der Rasen etwas länger ist, dass wir hier mit den Rotoren dann relativ schnell hängen bleiben. Entweder startet man sie außer Hand oder man holt sich so ein Landepad oder nimmt einfach irgendeine Pappe, einen Karton oder eine Erhöhung, wo man sie drauf startet. Also nicht wirklich ein Problem. Hier übrigens dann auch der Hinweis, dass es die Mavic 2 oder die Mini 2 ist. Der Name Mavic fällt ja weg. Es ist nur noch DJI Mini 2, nicht mehr DJI Mavic Mini. Ja, hier haben wir auch noch einen Aufkleber. Hier ist halt nochmal drauf geschrieben, ne? Das ist der Arm, den man als zweites ausklappt und den als erstes, weil man das sonst nicht hinbekommen würde.
Ja, ansonsten bleibt sie gleich. Sie hat auch weiterhin keine Hindernissensoren, auch wenn das vielleicht hier so ein bisschen aussehen könnte. Ich glaube, das hat man einfach gemacht, um tatsächlich nachher aufs Gewicht zu kommen, denn sie ist ja 1 Gramm unter den zulässigen 250 Gramm. Hier hinten die Klappe öffnen für den Akku und der ist tatsächlich eingelegt. Das heißt, den nehme ich gleich mal raus. Ich vermute mal, dass die nicht restlos gefüllt sind und ich möchte ganz gern mit einem vollen Akku fliegen, gerade wenn ich für euch das Video mache. Dann ist man doch etwas länger auch in der Luft, um halt auch vernünftige Aufnahmen hinzubekommen. Ja, also bei der Drohne ist jetzt erstmal optisch so alles gleich geblieben. Die Speicherkarte, eine MicroSD, kommt auch hier hinten rein. Die ist nicht im Lieferumfang mit dabei, die muss man nach wie vor extra kaufen. Und hier haben wir den Schutz wieder, einfach öffnen für die Kamera. Hier sind jetzt auch noch so Transportsicherungen dran, die werde ich jetzt auch einfach mal entfernen. So, Nummer uno. Und der zweite, so. Ja, das ist für mich die wichtigste Neuerung. Ihr könnt es auch sehen, auf der Kamera selber steht es drauf. Hier jetzt auch 4K-Aufnahmen möglich. Ja, das habe ich so ein bisschen vermisst bei dem Vorgängermodell, weil ich hatte ja davor die Parrot Anafi und die hat wirklich richtig gute, schöne Bilder gemacht. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt die Mini 2 auch so gute Aufnahmen macht. Das war häufig so, wenn man so ein bisschen in den Horizont reingefilmt hat, dass sie dann mit der Beleuchtung oder mit dem Lichtwert, mit Helligkeit Probleme gekriegt hat und das Bild ziemlich stark dunkel gemacht hat. Ich hoffe, das ist hier jetzt nicht mehr der Fall, dass die Kamera, also auch da, ich glaube, der Weißabgleich ist dafür zuständig, etwas besser ist. Das hat mich so ein bisschen bei dem Vorgängermodell gestört, aber das werden wir natürlich sehen, wenn ich fliege, dann bekommt ihr auch Aufnahmen von mir, die ich selber erstellt habe, zur Verfügung gestellt in dem Video, wo ihr dann tatsächlich die Videoqualität sehen könnt. Und ich werde das jetzt auch nicht durch irgendeinen Filter laufen lassen oder bearbeiten lassen, sondern tatsächlich so lassen, wie es im Original ist, damit ihr einen Eindruck habt, wie auch die Videoaufnahmen dann tatsächlich unbearbeitet aussehen. Ja, das ist das komplette Paket hier einmal. Ich werde das jetzt soweit fertig machen, die Akkus vollladen. Und dann geht es auf jeden Fall zum nächsten Start. Es gibt einige Änderungen. Ich weiß gar nicht, ob eine Follow-Me-Funktion auch bei der Drohne dabei ist. Die habe ich nämlich vorher auch schmerzlich vermisst. Ich habe irgendwo gelesen, es soll eine geben. Deshalb hatte ich das auch schon mal in einem Vorab-Video genannt. Da sagte mir aber auch jemand im Kommentar, er ist sich da gar nicht so sicher, wo hätte ich das her. Und ich habe leider dann die Quelle nicht mehr gefunden. Aber kann man ja im nächsten Video ausprobieren. Also wer 100% sicher sein will, ob Follow-Me on board ist bei der DJI Mini 2, der muss einfach mein nächstes Video dazu schauen, denn da werde ich es auf jeden Fall ausprobieren, weil mir das auch eine Funktion ist, die ich bei der Parrot Anafi gerne genutzt habe, also die ist mir sehr wichtig. Und ja, so sieht das aus. Wir haben viele Änderungen, die Reichweite soll besser sein, vor allem stabiler, das heißt, wenn man jetzt auch mal weiter wegfliegt, ich hatte es mit dem Vorgängermodell, dass ich so nach 150, 200 Metern, denn oft schon so Abbrüche gekriegt habe. Ich konnte zwar noch weiter wegfliegen, aber man hat dann hier auf dem Handy-Display nicht mehr gesehen, wo man hinfliegt oder was überhaupt passiert. Und so normal mit dem Auge konnte man die Drohne natürlich am Himmel auch nicht mehr erkennen. Das ist dann für mich so ein Bereich, wo ich sage, gut, ich kehre lieber um. Das soll jetzt besser sein, viel, viel besser. Muss man halt auch ausprobieren, ob das tatsächlich so ist. Also ich werde vielleicht auch mal ein bisschen weiter mit wegfliegen mit der Drohne, dass man das einfach mal überprüft. Vielleicht nicht die maximale Reichweite, denn die ist, glaube ich, mit 2 Kilometern angegeben. Vielleicht dann nicht so möglich für mich, so weit weg zu fliegen. Gegen Wind ist sie auch weniger anfällig. Bis Windstärke 5 kann man jetzt fliegen. Sie ist halt von der Geschwindigkeit her auch etwas schneller. Also sie hat etwas mehr Power jetzt. Trotzdem soll von 30 auf 31 Minuten erhöht worden sein. Das muss man halt auch austesten, wie weit kommt man tatsächlich mit einem Akku. Wobei ich sagen muss, wenn ich losgehe, habe ich alle drei Akkus da und wenn ich dann mal zwischenlande, was man ohnehin häufiger mal macht und dann den Akku einfach wechselt, spielt das eigentlich hier bei drei Akkus gar keine Rolle, ob ich jetzt 25 Minuten oder 30 Minuten mit einem Akku komme. Dann gehen wir mal davon aus, ich würde nur 20 Minuten mit einem Akku kommen, habe ich immer noch 60 Minuten reine Flugzeit und das ist mehr als ausreichend. Und zwischendurch kann man ja hier auch einfach mal eine Powerbank anschließen und die Akkus dann unterwegs auch wieder zwischenladen. Also das ist für mich jetzt nicht ganz so kriegsentscheidend, wenn man drei Akkus hat, kommt man auf jeden Fall, wie ich vermute, gut über die Runden.
So, das Inventar auf dem Tisch ist ein bisschen weniger geworden. Ich lade nämlich jetzt schon die Fernbedienung und auch die Akkus auf, denn wie ich es vermutet habe, waren die nicht richtig vorgeladen. Die haben nur einen Strich bzw. einen Punkt Ladung gehabt. Das reicht natürlich nicht, wenn ich jetzt fürs nächste Video gleich fliegen möchte. Worauf ich noch nicht eingegangen bin, sind hier diese Anschlüsse. Es ist egal, ob ihr ein iPhone habt oder ein Android-Telefon. Ihr habt alle gängigen Anschlüsse dabei, dass aber auch wirklich jeder mit seinem Handy fliegen kann. Wichtig ist, wie auch beim Vorgänger, dass man 64-Bit-Betriebssystem hat, Handy, weil ansonsten funktioniert die App nicht. Da solltet ihr vielleicht vorher, bevor ihr euch die Drohne kauft, informieren, ob das mit eurem Handy geht. Ich musste mir tatsächlich für die Mavic Mini schon ein neues Handy kaufen, weil mein altes Smartphone da nicht mehr funktioniert hat. Hier die beiden Anschlusskabel, eins wie gesagt für iPhone und das andere für Leute wie mich mit einem Android-Telefon. Und dann ist mir gerade aufgefallen, dass ich noch eine Sache vergessen habe. Hier oben in der Tasche war auch noch ein Fach drin. Ich hatte auch schon überlegt, na nun, wo sind die Ersatzrotoren hin? Normalerweise gehören die mit dazu. Ja, hier oben sind sie drin. Und ich werde jetzt natürlich die Plastikfolie davon nicht entfernen, weil ich will die da einfach oben drin belassen. Wenn mal was passiert, was ich nicht hoffe, dann sind die halt noch original verpackt und fliegen jetzt hier nicht lose in der Verpackung rum. Zumal hier halt auch ja, kleinere, filigranere Teile dabei sind, wie man sehen kann. Deshalb lasse ich das jetzt einfach mal in der Tüte drin. Ja, ausreichend auf jeden Fall Ersatz vorhanden. Hier ein kleines Werkzeug dann auch zum Tauschen. Und hier haben wir halt auch nochmal zwei Ersatzcontroller für die Fernbedienung, falls mal einer davon verloren geht oder abbricht. Ist halt auch an alles gedacht. Ja. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall positiv. Ich bin schon von dem Vorgängermodell stark angetan gewesen. Da gab es natürlich ein paar Sachen, die mich gestört hatten. Halt unter anderem kein 4K, keine Follow-Me-Funktion. Das waren so die zwei Hauptteile. Ja, gut auch, dass man halt aus etwas höheren Rasenflächen, sage ich mal, nicht abheben kann, hat mich gestört. Das hat man hier nicht verbessert. Aber ja, im Prinzip nicht so schlimm. Man findet da immer irgendwo unterwegs auch eine Lösung, wo man sicher starten und landen kann. Also wirklich viel ist da noch nicht durch passiert. Ja, und vom Gehäuse her, vom Aussehen her ist wie gesagt alles komplett gleich, außer das 4K und hier der Schriftzug Mini 2 ja, lassen eigentlich die Drohne etwas unterscheiden von dem Vorgänger. Ansonsten ist sie vom Äußerlichen her komplett gleich und macht den gleichen Eindruck vom Plastik her. Nicht ganz so wertig, aber man musste hier halt einfach auch, ja, Gewicht zu sparen, halt auf dünnes Plastik zurückgreifen, was ja nicht wirklich robust wirkt, aber im Prinzip, wenn man sich andere Videos bei YouTube anguckt, mir ist es mit meiner Mavic Mini Gott sei Dank nicht passiert, aber trotzdem auch den einen oder anderen Absturz gut überlebt. Also von daher, denke ich, hat man da auf jeden Fall alles richtig gemacht bei DJI. Ja, das war das Video zum Unboxing. Hier haben wir es einmal ausgepackt. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall positiv. Ich bin angetan. Ich bin jetzt richtig nervös und aufgeregt, auch rauszugehen und zu fliegen. Wir haben richtig geiles Wetter heute auch. Also da kann ich ein paar schöne Aufnahmen machen. Verpasst das Video auf keinen Fall. Es wird jetzt auch kurze Zeit später hier nach dem Unboxing kommen. Von daher hoffe ich, dass euch dieses Video hier schon mal gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und denkt ans Abo. Dann verpasst ihr die nächsten Videos hier zu dem zu meiner neuen Drohne nicht. Also macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin!